Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Geistesberg, meine lieben Freunde, im Challengers-Projekt mit mir und dem lieben Ostra TV. Wahnsinn. Und dem lieben Fabi. Hallöchen. Oh. Und ja, in der letzten Folge sind wir ja fertig geworden mit hier mit Düngen. Und ich hab's irgendwie hingebracht. Ich weiß auch nicht, wie, Leute fragen mich nicht, aber ich hab's irgendwie geschafft, dass das wieder funktioniert. Wie hast du es geschafft? Deshalb sag ich, frag mich nicht. Oh, nee. Doch, nee! Nähte! Er meckert gleich. Er meckert, Leute, gleich! Ich hab's doch eindeutig satt, Leute. Gucken, dass wir irgendwie noch 200.000 zusammenbekommen. Euro oder Liter? Was? Euro oder Liter? Euro. Bis zum Oktober oder November. Oh, was willst du denn haben? Europa Vollernter. Ja. Jetzt zum Höfle, oder? Zum Höfle! Ach ne, Sojabohnen hast ja immer nur so ein paar Öcken. Ja, 8000 Liter Sojabohnen habe ich glaube, ich habe doch 90.000 Liter Hafer noch. Ja gut, und andere Kleinigkeiten auch, wie Honig, Eier und sowas, ne? Ja. Wieder knapp vielleicht, ja. Wenn ich nicht selber so viel Geld bräuchte, würde ich sagen, ich würde es dir leihen, auch wenn es ein Challenges-Projekt ist, aber... Jetzt macht er wieder auf nett, Digga. Nee, ja, es wird schon irgendwie hinhauen. Du musst halt eine Wiese verkaufen. Ich werde neu kaufen. Du musst verkaufen in Gruppe oder sowas. Verboten, Sachen zu verkaufen und dann wieder zu kaufen. Was? Haben wir nicht irgendwie gesagt, es ist verboten zu verkaufen, kaufen irgendwie so? Weiß ich nicht. Warte. Maschinen unnötig tauschen verboten, na ja, gut. Der Bohrmaschinen kaufen, Geschenke, blablabla, Felder pachten. Ich verstehe jetzt die Logik nicht mehr, warum unnötig tauschen drin steht. Wir haben ja doch den Dingsmarkt zugemacht, den Gebrauchtwarenmarkt. Ja gut, steht halt noch als Regel drin, ja. Aber... Die Regel ist, glaube ich, nur nichtig mehr. Ja. Nö, steht eigentlich nichts drin. Es steht nur drin, Felder dürfen nicht verkauft und dann gepachtet werden. Und okay. Die Maschinen darf man nicht tauschen. Ne? Ja, verstehe ich auch nicht, warum darf man das nicht machen? Felder verkaufen und wieder kaufen. Du darfst Felder nicht verkaufen und dann pachten. Ja. Ja, das ja schon, aber verkaufen und kaufen ist das eigentlich für mich erlaubt. Das ist erlaubt, schau hier. Ja, würde ich sagen, ist auch für erlaubt. Also. Ja, ja. Ja, guck, bist jetzt ganz rumgekommen, ne? Ja, also. Ganz leichte Probleme haben wir. Ja. Und wie gefällt dir deine neue Halle? Eigentlich ganz gut, aber sie ist ein bisschen unterbelichtet, sagen wir es mal so. Wie der Bauer von dieser Halle. Na ja gut, Licht ist ja genügend drin eigentlich. So, machen wir schon mal hier ready. Weißt du, was du brauchst, Jackie? Licht. Das Supergewicht, was der Aussie hatte. Ja, stimmt. Dann so einen kleinen Landini-Rex hinten in die Ecke stellen und das ist alles gut. Ja, weil den kleinen... Den Porsche, der reicht ja schon. Ja genau, gleich Porsche, ich glaube, ich stelle hier 10 Stück hier auf seinen Hof und dann... ...leuchten hier alles aus. So. Gehen wir mal kurz hier. Die läuft auf Hochtouren, Leute. Mein Bunker ist 10.000 Liter weniger geworden. Au, au, au. Auch wieder so ein.
Ah, morgen könnte ich eigentlich mähen. Scheiße. Scheibendreck. Ja, kannst du doch, Hund. Ja. Muss nicht mehr viel anrollen, nur noch ungefähr, weiß ich nicht, knappe 9 Hektar oder so. Ja, muss ich auch noch. Mit was? So, ja. Ja, Sojabohnen können wir. Ja, ist gut. So viel nicht mehr, aber. Wobei, hab letztens irgendwas Du gesehen, wenn hast, das. du dreckige Sau. Du Exakt, dreckige Sau. ja. Du 9,7 Hektar ist schon knapp. Sau. Du Sau. Was ist denn jetzt los? Dieses Schwein hat dein Feld gekauft. Wie der Teilfeld schon hat der Name drauf? Ich glaube, es ist weniger. Dafür ist ein anderes Feld frei geworden. Welches denn? Ja, Nenn mir Feld welches. 45. Komm, wo? Ich sehe dieses Drecksfeld. Und in der Mitte. Ah! Ja, wow, also, ja. Kannst du gerne haben. Ah, fuck, ich dachte, Alles ich bin gut. Das ist smart. ja wirklich, ja, das ist ja wirklich dumm. Und steig um auf eine Einzelkorndrille, aber dann kann ich keine Hühner mehr machen. Habe ich aber schon seit letzter Folge das Feld. Ach so. Hab ich gar nicht gehofft, wo du es gesagt hast, welches Feld ist frei geworden, war wieder was falsch gehofft gehabt. Deshalb hast du auch kein Geld mehr. Da habe ich schon gewundert, weil du hast doch 200k. Ja. Dieses Feld würde ich auch noch gerne kaufen hier. Neben meinem Hof. Ja, das gehört schon mir. Traurigerweise gehört das hier. 140.000. Nachher Ernte nicht mehr. Wieder eh nicht, weil es angesehen ist. Was? Ist auch schon angesehen, also ganz ähnlich verlaufen. Da drauf. Der Boden. Da kaufen darf ich schon. Ach, stimmt, ja. Pachten darfst. Ja, warum doch, klar. Es gilt ja nur für einen selber, dass man es nicht verkaufen und pachten darf. Na. Ich hoffe, ich lass hier, wenn du es gerade nicht durchbringst. Lass es. Du wo redest du jetzt gerade von deinem Feld? Ah, ist alles gut. Mega gut. Alles gut, es ist zu hoch für Topfi. Muss hier gerade stark denken, ich war ohne GPS, ja. Ah! Okay, das war der Grund auch. Okay, da war stehen. Das ist schwierig. Das ist schon hart überfordert. Oh, Lenken und Gas geben, oh, das Das geht. ist schon. Ich will Tempomat rein, Alter. Okay. Ich will was für Gas geben. Sie. Lenken auch nicht, einfach geradeaus fahren lassen. Irgendwo kommen wir schon raus. Das stimmt, ja. 15, 21 und 3 sind 24, Leute. Haben wir Sollten schon. das schon rechnen? Kerlküste. Das lernt er in der ersten Klasse schon. Mann, wo ist er jetzt hingefahren? Hä? Ich hab doch gerade den Namen gesehen. Also hier hast du auch so wenig zu tun wie ich. Ja, hab gar nichts zu tun. Was wird denn das hier? Ich hab den. Ah, willst du einfach da runter auf mehr Warnschöpfe runter? Zum Stapeln bringt. Ey, oder schmeißt du da einen Anhänger rein? Hä? Da brauche ich aber keinen Plattformanhänger mehr. Jetzt überlegst du dir, ey, voll eine gute Idee. Mann. Könnte ich mit den Silagenball rein aufmachen? Ich kann jetzt wie ein Talk nichts machen, Alter. Auch nicht. Den doch an. Ja. Ja, macht's CP schon. Ja, richtig, hat er bei mir auch gemacht. Da bin ich reingegangen, weil ich nichts mehr zu tun hatte. Nee, jetzt hab ich Eigentlich, noch einen Hack. warte mal, bitte. Was sehen wir eigentlich jetzt nur noch an? Sojabohnen. Du, Fabi? Sojabohnen. Sojabohnen. Ja, Sojabohnen. Könnt ihr morgen was tun? Keine Ahnung, vielleicht ist die Wiese ja Ja, wieder reif. morgen Sojabohnen drehen. Ja, die natürlich auch. Ist deine Wiese reif morgen, Ossi? Nein.
Meine ich, ne. Das heißt, du kannst nichts machen, auch morgen nicht. Doch nicht, oder? Ich kann irgendwas verkaufen, fahren, das weiß ich natürlich, ne. Ja, sonst hätte ich gesagt, komm, wir spulen die Nacht durch, aber wenn du das, wenn dir das nichts bringt, das, Mein ne? Juni, Juni, ja, Juni. Ja, 2 Tage wären das. Ja, wirklich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Sherlock. Ja. Wollte ich nur noch mal drauf aufmerksam machen. Ah, okay. Nicht, dass du das vergessen hast. Sherlock. Ah, so. Sojabohnen ist nicht heute. Nee, nee, alles gut. Wo ist denn? Was ist denn der aktuelle Preis? Der Preis ist aktuell scheiße. Und von den Eiern, da ist Der November scheiße. schon wieder. Könnte Basilageballen verkaufen, Leute, aber naja. Hafer. Ach, scheiße, Hafer ist jetzt immer der beste Preis und da ist man. Wie sieht's jetzt für Hafer aus, preislich? Nicht so gut. Immer noch nie so Jetzt gut. 1000 Euro. Jawohl, der beste Preis ist 1100. Okay, dann sind 100. Ja. Da muss der selbst wissen. Ja, was ich nicht null verstehe, weil beim Mai ist eigentlich der viert schlechteste Tag. Und ist doch 100 € Differenz. Ja, wie ist denn? Achso, ja, nee. Ach komm, Leute, wir gucken uns mal eine Mission. Gibt's keine. Ah, Gott. Hätte ich Hab ich auch schon geklärt? geguckt. Hab ich auch schon geguckt. Weil jetzt, ob ich in der Drille sitze. Junge, wie viel Minus mache ich denn, wenn ich das jetzt verkaufe? 100 Euro die Tonne. Ist zu viel Mathe jetzt. Ist viel zu warm dafür zu essen. Taschenrechner. Ja, Mann. Ach, Alexa. Nee, so. Rosi. Ich hab doch nicht mein Handy hier, das Handy liegt sonst wo. Aua, ich Komm, war sie wir drauf. gehen jetzt mal von meinem Hof zu deinem. Gucken uns die Paletten bei deinem an. Tipptopp gestapelt. Oh, Ah. dann sind sie tipptopp gestapelt. Ja, hier nicht. Ah, okay. Aber warte mal. Oh. Jetzt stapelt aus den Paletten. So. Komm her. Warte, ich drück von hinten. Na, Ah! ich Okay. kann wetten, Honig ist vorher der beste Preis, wenn man so ab. Naja, egal. Brauchst du den nicht für irgendwas noch verladen bevor? Ja, das, nee, bestimmt nicht. Warte, wann ist euer Wo kommen Best? eigentlich deine Eierpaletten raus, Digga? November. Bei seinem Stall. Also. Wo ist denn der Stall? Hier ist er vor. Ah, deshalb stehen die so gut! Ah, nee. Ey, Scheiße. Oh, Ist Käse her? Ja, gell. Ja. Ach, Käse. Ah, fahr ich auch mit dem Palett, mit dem dann als rüber. Ja, ist ja Jetzt bin Platz. ich rübergekommen. Hast Ist ja voll. Platz. Oh. Alles drauf, die Scheiße. Da ist schon 17.000 da drin, also. Jetzt sind wir schon so unterfordert. Jetzt hilft man sich gegenseitig, ist ein Challenge-Projekt. Also ich verstehe auch wieder nicht. Ja, check die Stapel der richtig vernünftig. Schmeiß die Scheiße auch nur drauf. Dann sieht's. Der wird dem nicht mal verkauft hier. Der war so auf den Kopf hin gemacht. Das passt schon. Das sieht er nicht, das ist doof. Oh.
feini, feini gestapelt hier. Ja, finde ich auch. Oh, hier ist eine leere Palette fast. Ach, weißt du was, Alter? Ich verkaufe aber jetzt meine Hafer, das verscheiße ich halt 100 Euro. Hafer, Abfahrt. Wie sieht's aus? Ist das Kubota DLC aktueller Stand schon draußen? Ich hab keinen Überblick. Wow, Hafer ist das Beste, was eine Müsli-Fabrik. Respekt. Ja, und dann? Was? Schüttest du mit dir rein oder nicht? Ja, noch besitze ich sie nicht. Müsli-Fabrik musst du halt fahren. Wobei das Ding ist, was ich auch nicht wusste. Ach, schau, haben wir schon reinbar, was denn das? Wobei, theoretisch ist logisch ist, die Produktionen wurden ja voll, bis wir dieses Skript mit reingenommen haben. Jo. Und die waren dann auch, oder die wären dann auch wirklich voll, wenn du sie gekauft hättest. Ja, haben wir doch gesagt, hä? Ja, und weiter? Ja. Das heißt, du machst dann doppelt Profit. Ach, wirklich? Das haben wir eigentlich vor ein paar Wochen schon gesagt gehabt. Nö, nö. Haben wir das? Ja, ach Gott, schön. Haben wir gar nicht angesprochen, ey. Okay. Lass die beim Reden. Ist einfach still. Okay. Hab die super schön hingestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Also, für ein Kontrahent, also, du musst mal sagen, ich bin netter. Ja, du. Du hast hier nur Scheiße gebaut. Was hab ich denn nur Scheiße? Oh, guck mal. Junge, habe ich das schön hingestellt. Ja, ich weiß, dass ich schön hingestellt habe. Wo ist hier? Ja. Mensch. Was schimmst du denn schon wieder so rum, hä? Was soll denn das? Jö. Aber ich weiß nicht, Leute, ich weiß es nicht. Was soll ich euch zeigen als Tantenmehl? Ihr werdet es dann sehen. Ich glaube, ich mache hier von diesem Schlepper hier. Das ist was von meinem Schlepper kommt mir jetzt, oder was? Nee. So. Hier, bitteschön. So, was für ein Paletten-Thumbnail. Meine Freunde, ich würde aber sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Das heißt, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.